Jetzt geht es um die spannende Frage Menschenrechte in Deutschland und Europa in der Praxis. Machen Sie den Unterschied? Und ich freue mich, dass wir nach dieser Podiumsdiskussion 15 Minuten Zeit haben werden, auch Fragen zu beantworten, also mehr als bisher. Hier wird wieder eine Anwältin des Chats für Sie unterwegs sein. Und wenn Sie Fragen haben während der Paneldiskussion, schreiben Sie die in den Chat. Nach dem offiziellen Programm gibt es dann die Möglichkeit, bei einem kleinen Empfang dabei zu sein. Und ich freue mich sehr, jetzt schon zu sagen, dass unsere Panelisten, die jetzt kommen, ebenfalls bei dem Empfang dabei sein werden. Wie das dann alles geht, schauen wir uns im Einzelnen an. Jetzt stelle ich Ihnen die Panelisten vor. Und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst haben wir Carsten Gericke. Carsten Gericke arbeitet als Rechtsanwalt in Hamburg und hat in vielen Fällen mit dem European Center for Constitutional and Human Rights kooperiert, und zwar im Bereich Flucht und Migration. Herzlich willkommen, Herr Gericke. Schön, dass Sie da sind. Dann möchte ich gerne Herrn Dr. Michael Hoppe vorstellen. Er ist Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Karlsruhe und Mitglied der International Association of Refugee and Migration Judges und wirkte mit an der Entwicklung von Fortbildungsprogrammen für das EASO, also das European Asylum Support Office. Hallo, herzlich willkommen bei unserem virtuellen Treffen. Schön, Sie zu sehen. Schließlich möchte ich gerne Tineke Strick vorstellen. Sie ist ein Mitglied des Europaparlaments in der Grünen-Fraktion. Sie ist Mitglied im Ausschuss der Bürgerlichen Freiheit, Justiz und Inneres. Die niederländische Politikerin studierte Sozialarbeit und ist seit dem 1. Mai Inhaberin einer Professur für Staatsangehörigkeitenrecht und Migrationsrecht an der Universität Radberg. Ich freue mich, hallo, dass alle unsere Panelisten nun hier sind und möchte jetzt an die Moderation übergeben, die ich mit Freuden noch schnell vorstelle. Es handelt sich um Professor Dr. Nora Markert, eine Professorin für internationales öffentliches Recht, internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Münster. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das Verfassungs- und Völkerrecht, insbesondere das internationale Flüchtlingsrecht und die Menschenrechte. Ich wünsche mir nochmal Applaus und freue mich dann auf diese spannende Diskussion. Da müssten wir nochmal einmal bitte. Frau Markert, ich kann Sie noch nicht hören, das tut mir leid. Können Sie einmal kurz gucken, ob Ihr Mikrofon angestellt ist? Sie haben ja nun wunderbar alle Technikchecks gemacht, daran kann es also nicht liegen. Das ist wahrscheinlich nur die kurze Übertragungszeit, die es jetzt hier noch braucht, beziehungsweise, genau. Hört man Sie? Ah, Entschuldigung, das ist bei mir nicht angekommen. Entschuldigung, ich habe es hier einfach nicht gehört. Dann darf es jetzt losgehen. Entschuldigung, Fehler ist auf unserer Seite, nicht bei Frau Markert, muss man fairerweise sagen. Erleichterungen zu spüren, das hat ja auch Catherine Woolard schon angesprochen. Wie schätzt du es ein? Macht der EGMR heute wirklich noch einen Unterschied bei der menschenrechtlichen Einhegung der europäischen und der nationalen Flüchtlingspolitik? Ja, zunächst einmal auch nochmal von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an die Autoren, dass das Symposium überhaupt stattfinden kann hier. Zu der Frage, ja, zum einen denke ich, dass es einen Konnex gibt, eine Wechselwirkung zwischen der Entwicklung der Rechtsprechung des EGMR auf der einen Seite und der tatsächlichen Entwicklung auf der anderen Seite, gerade auch an den Außengrenzen. Und daher möchte ich beginnen mit einem kurzen Zitat des EGMR-Richters Paulo Pinto de Albuquerque, das er im Rahmen eines Sondervotums zu der Pushback-Entscheidung MA gegen Litauen im Dezember 2018 gemacht hat. Und er sagte darin, und ich zitiere das mal kurz: Es gibt sicherlich kein brennenderes Thema in der heutigen Politik als das Refoulement von Migrantinnen und Migranten an den Landgrenzen oder in den Transitzonen und die damit zusammenhängende Haftung des Staates für Menschenrechtsverletzungen bei Maßnahmen der Einwanderungs- und Grenzkontrolle.
Dieser Befund von vor 2 Jahren ist, denke ich, heute aktueller denn je. Auf migrationspolitischer, in migrationspolitischer Hinsicht, das haben wir jetzt schon gehört, hatte der EGMR durchaus Verdienste, die erwähnt worden war. Schon die Hirsi-Entscheidung früher irgendwie zu erwähnen, ist sicherlich auch MSS gegen Belgien und Griechenland oder die Entscheidung JK und andere gegen Schweden. Der EGMR war ein wichtiger Akteur bei der Stärkung menschenrechtlicher Standards im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Das ist ohne fraglos der Fall. Aber man muss eben sagen, war. Denn, und das hat sich ja auch in dem Beitrag vorher schon angedeutet, seit einiger Zeit, und ich würde die Entwicklung aber ein bisschen früher ansetzen, spätestens seit 2016, zeichnen wir eine gegenläufige Entwicklung. Und es wäre sicherlich eigentlich angemessen und lohnenswert, auf die einzelnen Entscheidungen, manche sind ja hier schon erwähnt worden, näher einzugehen. Ich will deswegen hier nur so 3 kurze Punkte erwähnen. Zum einen erleben wir einen massiven Abbau von Schutzrechten im Zugang zum Recht und zu individuellen Verfahren. Und die Entscheidung, die hier irgendwie maßgeblich ist, ist ND und NT gegen Verhandlungen zuletzt. Aber wie gesagt, diese Entwicklung hat früher angefangen. Bereits im Dezember 2016 nämlich entschied die Große Kammer in der Rechtssache Kleifia und andere gegen Italien, dass der Schutzbereich der maßgeblichen Kollektivausweisung massiv eingeschränkt wird. Und es wurde entschieden, dass in diesem Fall auch ohne individuelle Anhörung eine Zurückweisung, in diesem Fall nach Tunesien, zulässig sei. Und hieran knüpft letztlich, meine ich, die Entscheidung in ND und NT auch an, geht aber eben noch einen Schritt weiter. Denn anders als die 7 Richterinnen und Richter in der Entscheidung, die noch einschließlich ein Netzungsverbot von Kollektivausweisung festgestellt hatte, urteilte hier der Gericht zum ersten Mal, dass unter bestimmten Voraussetzungen gar kein individuelles Verfahren mehr stattfinden muss, dass das Recht auf ein individuelles Verfahren verwirkt werden könne, wenn, und das haben wir ja auch schon gehört, ein sogenannter culpable conduct, ein schuldhaftes Verhalten anzunehmen sei. Darüber ließe sich viel sagen. Wir haben ja schon einiges irgendwie dazu gehört. Wichtig ist dann auch die Einschränkung von Schutzrechten gerade an den Landgrenzen. Und auch da irgendwie ist schon das entscheidende Stichwort aus der jüngeren Zeit gefallen, Elias und Ahmed gegen Ungarn vom November letzten Jahres, auch eine Entscheidung der Großen Kammer. Man könnte sich sicherlich aber auch einzelne Kammerentscheidungen zu Artikel 3 in den griechischen Hotspots angucken. Insgesamt irgendwie erleben wir auch hier die Tendenz, Schutzrechte, bestehende Schutzrechte einzuschränken, beziehungsweise für die Transitzone Ungarns sogar den Schutzbereich von Artikel 5 gänzlich zu verneinen. Zweitens, was kann man zu diesen Punkten, zu diesen Urteilen sagen? Aus meiner Sicht sind diese Urteile insgesamt, das muss man mal deutlich sagen, wenig konsistent und erscheinen methodisch, aber auch wertungsmäßig höchst fragwürdig. Ich will ja gar nicht auf die näheren Einzelheiten eingehen. Es lohnt sich aber in jedem Fall, einen Blick mal in die abweichenden Sondervoten einzelner Richterinnen und Richter zu werfen, etwa zu der Entscheidung zu Kleifia gegen Italien oder aber auch zu der Entscheidung zur ungarischen Transitzone. Und es ist, meine ich, überhaupt kein Zufall, dass der EuGH eben, wie wir auch schon gehört haben, der EuGH in Luxemburg zu der Frage, ob in der ungarischen Transitzone Haft stattfindet oder nicht, nur wenige Monate später, als der EGMR zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen ist und entschieden hat, dass sehr wohl die Verwahrung von Schutzsuchenden dort als Haft zu bewerten ist. Und auch zu der Entscheidung ND und NT haben viele Kommentatorinnen und Kommentatoren die große Anzahl von Ungereimtheiten irgendwie angemerkt. Zuletzt, letzte Woche ist dies auch noch mal in einem Film von Forensic Architecture anschaulich illustriert worden. Und der Herausgeber des Verfassungsblogs, Maximilian Steinbeiß, hat anlässlich dessen den Eindruck geäußert, dass dem Gerichtshof eher daran gelegen sei, Staaten vor Menschen zu schützen, als umgekehrt. Diese Einschätzung fasst die Entscheidung, meine ich, sehr zutreffend zusammen.
Sie gibt aber eben auch eine generelle Tendenz wieder, die die Glaubwürdigkeit und die Autorität des Gerichtshofs als einem Gericht zum Schutz der Menschenrechte untergräbt. Und mein dritter Punkt, den ich noch kurz irgendwie machen möchte in diesem Zusammenhang, betrifft das Menschenrechtssystem in einem noch weiteren Sinne. Im Zusammenhang mit den genannten Verfahren haben viele internationale Menschenrechtsorganisationen, auch ECRE beispielsweise, aber auch Organisationen wie UNHCR, das Anti-Folter-Komitee oder die Menschenrechtskommissarin des Europarats, die wir heute auch schon gehört haben, Ortsbesuche durchgeführt, Berichte erstellt und fundierte Stellungnahmen abgegeben, sowohl zur tatsächlichen wie auch zur rechtlichen Situation. Solche Expertise hat der Gerichtshof in der Vergangenheit sehr viel Gewicht beigemessen, gerade bei der Klärung strittiger Fragen. Anders, das muss man so deutlich sagen, in neuerer Zeit. In den genannten Verfahren werden diese Stellungnahmen zwar noch erwähnt, letztlich aber faktisch als bedeutungslos abgetan. Das entwertet, meine ich, die detaillierte Erforschung und Beschreibung systematischer Menschenrechtsverletzungen und in der Folge wurden auch die Institutionen, die dem Schutz der Menschenrechte verschrieben haben, an Schaden zu nehmen und an Autorität zu verlieren. Alles in allem meine ich da, dass man wohl sagen muss, dass auf den Menschenrechtsschutz in Europa, gerade im Bereich des Migrations- und Flüchtlingsrechts, sicherlich schwierige Zeiten zu kommen. Vielen Dank. Jetzt hast du ja mit der Beschreibung der Menschenrechtsverletzungen auch schon ein Thema angesprochen, das Philip Leach eben noch als eine der Aufgaben der Konventionsrechtsprechung ja beschreibt, ne? Also dieses Truth, also diese Wahrheitsbeschreibung und Festhaltung. Springen wir vielleicht mal in die Situation der Europäischen Union oder sozusagen die Politiken der Europäischen Union. Tinneke, du arbeitest ja nicht nur für den Europarat als Gutachterin oder als Reporterin, sondern bist eben auch Mitglied des Europäischen Parlaments. Was heißt dieser Befund oder dieser sehr, sage ich mal, nüchterne Befund zum EGMR eigentlich für die Migrationspolitik der Europäischen Union? Ist da die EMRK bei einem geschwächten Gerichtshof eigentlich noch der Goldstandard oder sind wir jetzt eigentlich in einer Situation, wo vielleicht das Unionsrecht sogar mehr Schutz verspricht als der EGMR, vielleicht sogar in der Rolle des EuGH, wie jetzt Carsten eben angesprochen hat? Ja, vielen Dank auch für die Einladung und meine Verzeihung für meine mangelhafte deutsche Sprachkenntnisse. Also ein Disclaimer. Selbstverständlich ist die Konvention noch immer sehr wichtig. Genau wenn ich Berichterstatterin war in Parlamentssammlung von Europarat, war das die wichtigste Bewertungsrahmen. Und es ist auch so wichtig, weil es so einen großen Bereich hatte, 47 Mitgliedstaaten. Und es ist noch immer auch sehr wichtig in der EU-Rahmen natürlich. Es ist die Basis von der Charta und auch für alle sekundäre Gesetzgebung muss interpretiert und ausgeführt werden in Übereinstimmung mit der Konvention. Aber EU-Asylrecht gibt es noch so viel mehr. Wenn man nach der Karte guckt, dann sieht man auch Artikel 24 zum Beispiel für die Interesse der Kinder und auch Artikel 47 über das effektive Rechtsmittel geht weiter als Artikel 13 von der Konvention. Aber spezifisch in die sekundäre Gesetzgebung gibt es viel mehr konkrete Normen, die auch faktisch weitergehen als die Konvention machen kann. Sie sind mehr konkret, sie sind mehr verpflichtend auch. Und das sieht man in Asylverfahrensrichtlinie, Qualifikationsrichtlinie vielleicht am meisten. Aber auch die Aufnahmebedingungen und die Rückkehr, Zurückführungsrichtlinie. Und das EuGH selbst ist natürlich auch ein besonderes, wichtiges Forum. Das ist der das alles interpretiert. Und das ist schon referiert, die Sache FMS gegen Hungary, die Transitzone.
macht sehr klar, dass es einen viel weitergehenden Schutz gibt, weil es Haft anders interpretiert, dass die Bedingungen in die Transition wirklich als Haft sieht, anders als das Menschenrechtshof in Straßburg gemacht hatte. Aber hier sieht man auch, dass die Asylverfahrensrichtlinie von zum Beispiel, die Zurückführungsrichtlinie und die Aufnahmebedingungsrichtlinie auch genannt werden bei EuGH. Also das macht es auch leichter vielleicht für das EuGH, um die Schutz auch größer zu machen. Weil zum Beispiel an die, dass es sagt, es dauert, kann nur 4 Wochen dauern und danach muss die Haft auch aufgeheben werden. Also die Gesetzgebung ist da und was auch erwähnt wird bei anderen, ist das größte Problem ist, dass die Normen, die Standards nicht eingehalten werden. Es gibt so viele mangelnde Vereinhaltungen und eigentlich sieht man ein großes Maß von Straflosigkeit. Weil wir haben natürlich, wir sind abhängig von der EU-Kommission, der die Mitgliedstaaten zwingen kann und auch nach EuGH schicken kann mit einem Vertragsverletzungsverfahren. Aber das passiert sehr wenig. Und das ist, denke ich, ein sehr großes Problem. Man sieht, dass, weil es Straflosigkeit gibt, dass es mehr und mehr passiert, dass Mitgliedstaaten die Regeln verletzen. Und speziell sieht man das natürlich auch am Außengrenzen mit den Pushbacks, aber auch in andere Bereiche. Also ja, also ich denke, wenn man wir möchten gerne mehr Druck auf die Kommission geben und jetzt sieht man, und das sieht man schon für Jahre, die doppelte Rolle von der Kommission, aber einerseits möchten sie die Kompromissbereitheit von den Mitgliedstaaten bekommen für neue Gesetzgebung und andererseits muss sie als Polizist auftreten, um die Staaten zu zwingen, die Verpflichtungen einzuhalten. Also das, ich denke, das ist ein unglücklicher Rahmen und wir möchten auch, sehen eine viel stärkere Rolle für Monitoring, nicht nur bei der Kommission, aber zum Beispiel auch bei der EASO und in einer transparenten Weise. Und wir denken, dass, ich denke, dass die Kommission auch sehr mehr tun machen, um das Mechanismus für Klagen, für Monitoren zu verstärken. Zum Beispiel die nationale Bürgerbeauftragte oder nationale Menschenrechtsinstitute, dass sie ihr Mandat richtig effektiv benutzen können. Das ist oft ein Problem in Kroatien, in Griechenland, in vielen anderen. Und die Kommission konnte viel mehr darauf auch ihren Einfluss benutzen, um klarzumachen, dass sie auf jeden Fall das Monitoren machen könnte. Aber, ja? Nee, ich sage noch klar. Ja, ich würde auch sagen, aber ich denke auch darum, natürlich bleibt das Menschenrechtshof sehr wichtig. Also ich denke auch NGOs und jeder muss noch immer zu versuchen, Verfahren zu bekommen in Straßburg. Und vielleicht können wir auch lernen von den Urteilen, die auch sehr richtig bekritisiert sind, weil man sieht auch, dass spanische Regierung zum Beispiel viel Fakten, viel Argumenten in die zweite Kammer nach vorne gebracht haben. Und wir können vielleicht mehr machen mit Untersuchungen, mit auch akademische Untersuchungen, um die Fakten, um die richtige Wahrheit mehr auf den Tisch in Straßburg zu bekommen. Aber ich denke, es gibt auch noch viel mehr Möglichkeiten im EU-Rahmen. Zum Beispiel, die Kommission hat einen Klagemechanismus. Jeder kann eine Klage einbringen. Es ist sehr einfach, um das zu machen. Und wenn viele Verletzungen, systematische Verletzungen, immer wieder an die Kommission mitgeteilt werden, dann ist es weniger einfach für die Kommission,
um es zu ignorieren. Und das würde auch Einfluss bedeuten auf und Druck auf die Kommission, um ein Vertragsverletzungsverfahren zu vergrößern. Aber man kann auch mehr Druck ausüben auf die nationale Richter, um zu beeinflussen, dass die nationale Richter auch ein Verfahren machen, der Vorlagen, um eine Vorabentscheidung zu treffen bei EuGH. Dann kann das EuGH entscheiden, ob ein Mitgliedstaat das EU-Recht verletzt hat. Also das gibt auch noch, es gibt viel mehr Möglichkeiten, dann jetzt benutzt werden, denke ich. Ja, du hast ja schon angesprochen, jetzt eben, es gibt ja keinen direkten Weg oder ganz selten nur einen direkten Weg für Einzelpersonen zum EuGH. Das heißt, man muss immer versuchen, die nationalen Gerichte dazu bringen, vorzulegen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, dass es sich lohnen könnte, das jetzt stärker zu versuchen. Also bevor man den Rechtsweg erschöpft hat, zumindest den EuGH zu involvieren. Aber nochmal vielleicht zurück zu zwei kleinen Punkten, die du angesprochen hast. Einmal hast du gesagt, es müsste vielleicht mehr Druck auf die Kommission ausgeübt werden, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, um Menschenrechtsverletzungen abzustellen. Ich frage mich, in der Situation, wo wir jetzt sind, so wie die Mitgliedstaaten im Moment politisch agieren, ist es realistisch, dass ein Vertragsverletzungsverfahren zum Erfolg führt? Wir haben ja jetzt auch Verfahren gegen Ungarn zum Beispiel am Laufen. Die dauern sehr lange. Und am Ende, selbst wenn der EuGH dann feststellt, es gibt eine Verletzung, dann dauert es wieder, bis noch Schadensersatz festgesetzt wird. Aber ganz ehrlich, die Europäische Union hat keine Polizei, hat keine Gerichtsvollzieher. Die Durchsetzung solcher Vertragsverletzungen ist wirklich schwierig, wenn die Mitgliedstaaten nicht irgendwann sagen, okay, wir lenken jetzt ein, wir haben es jetzt zu weit getrieben, wir haben verloren. Zweite Frage, du hast die Doppelrolle der Kommission angesprochen zwischen einerseits Diplomatin, die mit den Mitgliedstaaten verhandelt und Kompromisse erzielen will und andererseits dann aber auch mit der Peitsche dasteht und sagt, ihr haltet euch nicht das an das, was wir ausgehandelt haben und jetzt bestrafen wir euch. Meinst du, dass es wichtig wäre, dass das Europäische Parlament in solchen Fragen eine stärkere Rolle bekommt? Also dass das Parlament nochmal gegenüber der Kommission eine wichtigere Rolle bräuchte, um in solchen schwierigen Prozessen stärker auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen zu können? Ja, das denke ich schon. Es ist auch schwierig für das Parlament, weil ich habe das Gefühl, dass Kommission und Rat immer weniger mit Parlament zu tun haben möchte in diesem Bereich. Mhm. Aber ich denke, wir müssen das so kompensieren eigentlich, die politische Rolle, die Kommission jetzt spielt. Und deshalb denke ich, auch die letzten Monate sind wir ziemlich laut, haben wir kritisiert, was passiert ist in Kroatien, an die Außengrenze, in Griechenland, auch die Verabschiebungen und auch das Benutzen von Gewalt, das beschossen ist. Und wir haben jetzt auch die Kommission und die griechische Regierung und Frontex auch eingeladen nach einer Liebe-Komitee-Versammlung, um auch im Publikum Verantwortung zu geben, also was passiert ist und wie man das untersucht hat, etc. etc. Und das machen wir auch mit Kroatien jetzt. Und ich denke, wir müssen das tun. Und es weniger möglich machen für die Kommission, um nichts zu sagen eigentlich, um es zu ignorieren. Es ist sehr schwierig, aber ich denke auch mit mehr, wie sagt man das, mit Fakten. Wir möchten gerne die evidence-based policies fördern. Ja? Und man sieht, dass die Kommission eigentlich das Gegenteil wollen. Wir haben für viele von diesen Richtlinien hat die Kommission die Verpflichtung, um mit einer Implementationsuntersuchung, Rapport zu kommen, hat es das einfach nicht gemacht. Und am Dublin, am Zurückführungsrichtlinie und noch einige andere hat das Parlament gesagt, na, dann machen wir es selbst. Na, dafür zu sorgen, dass die Fakten auf Tisch sind und dass sie eine Rolle spielen in die Verhandlungen.
Und das ist selber mit Impact Assessments, wo die Kommission auch fast kein Impact Assessment macht im Asyl- und Migrationsbereich, weil eigentlich es verpflichtet ist, um das zu machen, im Framework of Better Regulation. Und das ist auch, wo das Parlament manchmal sagt, okay, dann machen wir es, sodass wirklich geguckt wird nach, was sind die Ziele und wird diese neue Gesetzgebung wirklich auch das Ziel erreichen oder wird als counterproductive werden. Also einerseits über die mehr Fakten und Argumente über die Vereinhaltung, aber auch über neue Gesetzgebung. Wird das etwas ändern oder nicht? Oder ist es nur, dass es ableitet von der Nichtbeachtung von der Regeln, die wir jetzt haben? Vielen Dank, Tineke. Dann möchte ich zu Michael Hoppe kommen. Wir haben ja eben schon angesprochen, dass fast alle Fälle, die in Straßburg landen, mal beim Verwaltungsgericht beginnen müssen. Und jetzt daher an Sie die Frage, welchen Stellenwert hat die EMRK eigentlich auf Ebene der nationalen Rechtsprechung? Liefert da der EGMR eigentlich noch vielleicht hilfreiche Leitlinien für die Anwendung des nationalen Rechts oder ist seine Bedeutung in der Praxis tatsächlich sozusagen an der Front der ersten Instanz eher beschränkt? Wie sehen die nationalen Gerichte aus Ihrer Wahrnehmung den EGMR und vielleicht auch den EuGH? Ja, vielen Dank, Frau Markert. Als zentralen ersten Punkt, glaube ich, wenn man sich auf das nationale Recht mal schaut, wo denn da die EMRK im erweiterten Bereich des Flüchtlingsrechts eine Rolle spielt, ist ganz offensichtlich beim Paragraphen 60 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz, der ein nationales Abschiebungsverbot dann vermittelt, wenn eine Abschiebung gegen Normen der Menschenrechtskonvention verstößt. Also so eine eindeutige Bezugnahme auf die EMRK. Und an der Norm sieht man in der Praxis gerade auch in den letzten Jahren die erhebliche Bedeutung der Menschenrechtskonvention im erweiterten Flüchtlingsrecht außerhalb des GEAS natürlich. Und zwar an den Punkten, wenn es um Krankheitsfälle oder die Gefährdung von Personen durch die allgemeinen Lebensbedingungen im Zielstaat der Abschiebung geht. Denn in den Fällen hätte, wenn wir mal den 60 Absatz 5 ausblenden, haben wir ja noch eine zweite Norm, die auf das nationale Abschiebungsverbot führt. Das ist der 60 Absatz 7 Aufenthaltsgesetz. Der hat nur für sowohl für Krankheitsfälle als auch für Fälle, bei denen es darum geht, dass die allgemeinen Lebensbedingungen inakzeptabel, in welcher Form auch immer, sein sollten. Das erhebliche Problem, dass dann, wenn eine gesamte Bevölkerungsgruppe betroffen ist, eine politische Leitentscheidung verlangt ist. Und nur dann in einer Rückausnahme, die so gar nicht im Gesetz drinsteht, in verfassungskonformer Auslegung, wenn die Abschiebung erkennbar sehenden Auges in den Tod führt, ein Abschiebungsverbot greift. Und das muss auch noch unmittelbar zeitnah sein. Damit kann man bei allgemeinen Lebensbedingungen es in der Regel glücklicherweise dann doch noch vergessen, so schlimm wie Lebensbedingungen in einigen Ländern sind, dass es sehenden Auges und ganz sicher und zwar auch noch sofort, sagen wir mal innerhalb der nächsten 14 Tage nach der Landung, zum Tod führen wird. Das kriegt man ja kaum zusammen, realistischerweise, diese Vorgabe. Nun ist es so, dass der 60 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz mit seinem Verweis auf 3 EMRK natürlich Möglichkeiten gibt, die es vor ein paar Jahren vielleicht so noch nicht gab. Der EGMR hat aus Artikel 3 EMRK ein relativ umfassendes eigenes Refoulementverbot entwickelt, das durchaus weiter in einigen Bereichen ist als das, was die Genfer Flüchtlingskonvention unter Refoulementverbot versteht. Bei Krankheiten war es zunächst so, dass wir eigentlich nur das Recht auf den würdevollen Tod gesichert hatten. Das war die Entscheidung D gegen Vereinigtes Königreich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dann kam die Entscheidung N gegen Vereinigtes Königreich. Das hat das nochmal klarer gefasst, was mit D gegen Vereinigtes Königreich dann so eigentlich gemeint war. Ein Staatsbürger, der an einer schweren psychischen oder physischen Krankheit leidet, darf dann nicht in ein Land ausgewiesen werden, wenn dort die Behandlung seiner Krankheit
in besonderen Ausnahmefällen so schwerwiegend wenig ermöglicht ist, dass humanitäre Gründe zwingend gegen die Ausweisung sprechen. Das war so die Fassung dessen, was denn wohl so gemeint ist mit dem, was ich gerade sagte, der würdevolle Tod ist eigentlich noch geschützt. Und dann kam das Verfahren Papuashvili gegen Belgien, da ging es um einen erkrankten Georgier und da wurden die Linien anders gefasst, nämlich entweder besteht ein Abschiebungsschutz deswegen, weil eine unmittelbare Gefahr für das Leben besteht, entweder weil angemessene Behandlung fehlt, kein Zugang hierzu da ist und sich der Gesundheitszustand deswegen schwerwiegend, schnell und irreversibel verschlechtert mit der Folge intensiven Leids oder einer erheblichen Herabsetzung der Lebenserwartung. Da haben wir dann also doch durchaus eine ganz erhebliche Erweiterung des Schutzbereiches. Das sind immer noch Ausnahmefälle, klar. Aber wir haben vor allen Dingen auch mit diesem Hinweis auf die erhebliche Herabsetzung der Lebenserwartung als Folge jedenfalls nicht das, was wir in Paragraphen 60 Absatz 7 haben, nämlich diese Bindung und das muss auch noch sofort eintreten, dieses sehenden Auges in den Tod. Das sind die Krankheitsfälle, die eine ganz erhebliche Rolle spielen. Jetzt die Frage allgemeine Lebensbedingungen. Warum sind die eigentlich gerade relativ wichtig? Die sind vermutlich deswegen gerade relativ wichtig, weil wir in einigen der Hauptherkunftsländer von Klägern im Asylverfahren durch die Covid-19-Krise jetzt nicht unbedingt eine Gesundheitskrise haben, die auch, aber die ist ja nun ein bisschen schwierig zu quantifizieren im Risiko. Aber wir haben in Ländern, gerade in Afghanistan und in einigen Teilen des Irak, durchaus das World Food Program, das eigentlich schon vor Hungersnöten warnt und dass wir da ein Problem haben mit der Frage, wie ist denn eigentlich eine bereits nicht, kaum noch vorhandene Wirtschaft, wenn die den Bach runtergeht? Und zu was führt das eigentlich an Lebensbedingungen für Rückkehrer? Zu diesen Rückkehrern hat der EGMR bisher konsequent entschieden, im Urteil N gegen Vereinigtes Königreich zum Beispiel, dass immer dann, wenn humanitäre Krisen nichts mit den Konfliktparteien zu tun haben, die in einem Land auch noch wüten, sondern es nur die Armut ist, dass wir dann einen besonderen Ausnahmefall wie in N gegen Vereinigtes Königreich brauchen. Das hat der EGMR vor allen Dingen in Sufi und Elmi entschieden, dieser Entscheidung betreffend der Abschiebung von mehreren Beschwerdeführern aus dem Vereinigten Königreich nach Somalia. Und es gibt parallel dazu ja auch noch die Dublin-Fälle, die wir schon erwähnt hatten, MSS gegen Belgien und Griechenland und Tarakel gegen Italien und die Schweiz, bei denen dann mehr so der Hinweis darauf war, wenn die Fähigkeiten der betroffenen Person, ihre Elementar zu befriedigen, nicht mehr gewährleistet ist, dass dann Abschiebungsschutz zu gewähren ist. Und hier sagt Sufi und Elmi, das gilt eigentlich in erster Linie nicht, wenn nur Naturereignisse das Problem sind. Und die Covid-19-Pandemie ist wohl eindeutig so ein Naturereignis. Das sind die wesentlichen Punkte, an denen wir uns auch, meine Kammer beschäftigt sich vor allen Dingen mit Afghanistan-Verfahren derzeit, uns die Frage stellen, ab wann ist es denn soweit, dass wir so einen besonderen Ausnahmefall haben? Besonderer Ausnahmefall heißt auf jeden Fall nicht nur in ganz seltenen Fällen auf den Einzelfall. Das hat das Bundesamt jetzt ein paar Mal vorgetragen, dass dem so sei, dass Familie mit drei Kindern kein Ausnahmefall für Afghanistan sei. Darum geht es aber eigentlich nicht in dem Bereich. Sodass wir da zu dem Punkt kommen, sagen zu müssen, da ist die EMRK durchaus und der EGMR ein sehr wichtiger Player, auf den es auch zu achten gilt. Und das ist für mich auch ja so der Punkt zu sagen, ich kann ja schlecht sagen, ich finde den EGMR gut, wenn er Entscheidungen trifft, die mir gefallen. Und wenn ich die für falsch halte, dann finde ich ihn falsch. Das ist natürlich so, wenn ich verloren habe. Das ist aber das Leben eines Richters. Irgendwie 50% der Leute, die vor ihm sitzen, sind immer verdammt unzufrieden mit dem, was man da gerade macht. Spätestens, wenn sie das Ergebnis haben. Das wären so meine Erläuterung, wo ich so die zentralen Punkte eines Verwaltungsrichters erster Instanz in der EMRK gerade sehe. Ja, vielen Dank. Jetzt wäre natürlich zu den Standards sozusagen gegen Abschiebung sicherlich noch einiges zu sagen an N gegen Vereinigtes Königreich, den Fall, den Sie angesprochen haben.
Da macht ja der Gerichtshof auch eine etwas unschöne Trennung auf zwischen Fällen, die im Konventionsbereich spielen und Fällen, die in einem Drittstaat spielen. Und sagt, es ist nicht die Aufgabe der Konvention, irgendwie Konventionsstandard in der ganzen Welt durchzusetzen. Mein Eindruck war, in Sufi und Elmi hat er das so ein bisschen korrigiert und gesagt, die Standards, die wir in MSS gegen Griechenland und Belgien entwickelt haben, die können schon auch außerhalb Europas Anwendung finden, wenn es auf irgendwen zurückzuführen ist. Und jetzt ist es ja, sind ja Naturkatastrophen selten ehrlich Naturkatastrophen, die mit niemandens Handeln wirklich was zu tun haben. Also oft tragen ja gerade Konflikte zum Beispiel zu den Verschärfungen der Lebensbedingungen bei. Da würde ich sozusagen, wäre vielleicht meine Rückfrage einerseits, wie sehen Sie das, was sozusagen die, vielleicht so die Doppelstandards angeht, die der EGMR da aufmacht, für das Level an Menschenrechtsverletzungen, die bei einer Abschiebung okay sind, wenn es in einen Drittstaat geht, versus wenn es sich um einen Transfer innerhalb der Europäischen Union zum Beispiel handelt. Und vielleicht meine zweite Frage, viele der Entscheidungen des EGMR sind ja, also die meisten sind eigentlich nur auf Englisch verfügbar, manche sogar nur auf Französisch. Es ist ja für Richter und Richterinnen in der ersten Instanz gar nicht so einfach, da auf dem Laufenden zu bleiben. Nicht alle lesen mal eben schnell eine 100-seitige Entscheidung auf Englisch, schon gar nicht im Alltag. Wie beeinflusst das aus Ihrer Sicht die Rezeption der Rechtsprechung des EGMR und vielleicht auch, wie könnte das möglicherweise verbessert werden, diese, sage ich mal, die Rechtskenntnis und die Rezeption tatsächlich dieser vielen Einzelentscheidungen, auch der Kammerentscheidungen und Interimsentscheidungen? Zur ersten Frage, unterschiedliche Standards. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass der EGMR Menschenrechtsverletzungen durchwinkt, sondern er geht ja davon aus, dass es keine ist, im Fall einer Abschiebung in einen Drittstaat, weil dort andere Standards gelten. Es ist, das war ja direkt bei MSS die Frage, bauen wir uns jetzt einen Artikel 3 im AK für die Europäische Union auch noch? Das steht ja so ein bisschen hinter MSS, diese Betonung, dass möglicherweise die glatte und deutliche Verletzung von Standards und Verletzung von Sekundärrecht möglicherweise ein Teil dessen ist, was Artikel 3 im AK schützt. Da ja, also letztlich changiert das ja. Da ist eigentlich der EuGH ein bisschen forscher, wenn er nämlich in ja fast obiter Dicta, vor allen Dingen in der Entscheidung MP, in der er zu ganz vielen Punkten gar nichts hätte sagen müssen, erstmal die EGMR-Rechtsprechung komplett zitiert. Es geht auch um Krankheit bei MP, dort geht es um Krankheit und Nichtbehandelbarkeit aufgrund von politischer Folgung potenziell. Aber er rezipiert da erstmal den EGMR und kommentiert das nicht und sagt, das ist über 52.3 Grundrechtekarte unser Mindeststandard, den wir anzuwenden haben bei der Auslegung von 4 oder 19.2 der Grundrechtekarte. Ansonsten doppelte Standards ist, mein Verständnis ist so ein bisschen das Problem des EGMR ist natürlich, das, was der entscheidet, gilt für das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Deutschland und Frankreich. Das muss aber auch funktionieren, wenn 20.000 Afghanen in Jerewan landen. Das ist natürlich ein Problem eines Gerichts, das Mindeststandards setzt. Das muss auch dort funktionieren, wo es wirtschaftlich dann wirklich schwierig wird, das Ganze angemessen umzusetzen. Und 47 Mitgliedstaaten, das ist natürlich auch ziemlich heterogen, wer da zusammensitzt. Und da scheint mir so einer der Probleme zu sein in dem Zusammenhang. Der zweite Punkt, wie kommt denn der EGMR eigentlich an die Richterinnen und Richter? Also ich denke mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Entscheidungen gelesen werden, wenn sie nur auf Französisch veröffentlicht werden, relativ gering sind. Das sind aber natürlich nicht die großen Kammerentscheidungen, die gibt es auf Englisch und Französisch. Und da sehe ich auch ehrlich gesagt nicht so das ganz große Problem. Wenn der EGMR damit zufrieden ist, dass in einer Sprache rauskommt die Entscheidung und sie nicht übersetzt wird, ist jedenfalls der EGMR ja offensichtlich auch der Auffassung, dass diese Entscheidung jetzt nicht wirklich die Grundfesten erschüttert hat.
Die weitere Rezeption, ja, ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen die englischsprachigen Entscheidungen lesen, wenn sie da sind. Denn wenn man auf die Übersetzung in der NVWZ wartet, hat man ja schon mal ein Jahr dran vorbei entschieden, an der Entscheidung, bevor man sie sieht. Und das gehört natürlich zu den Anforderungen in der Zwischenzeit, ohne dass das in irgendeiner Beurteilungsrichtlinie drinsteht oder Einstellungsrichtlinie, eigentlich dazu. Das gehört zu dem Amt dazu, dass ich die Entscheidungen, ich würde mal sagen, jedenfalls auf Englisch lesen können muss. Es ist ja auch die Frage, müssten wir nicht alle Litauisch können, um Europarecht sauber zu machen? Ne? Das ist mal so ein bisschen spitz gefragt. Das sind natürlich irgendwo Anforderungen und irgendwo kommen dann die natürlichen Grenzen und irgendwo dazwischen muss man dann das wahre Leben suchen. Also ich denke mal, dass die englischsprachigen Entscheidungen nicht das Problem sind. Französisch wird mit Sicherheit kein großer Treffer in der Richterschaft in Deutschland werden, im Südwesten noch eher als im Nordosten, nehme ich an. Und auch das ist einfach so, damit muss man halt einfach klarkommen. Vielen Dank. Ist dann vielleicht auch die Anforderung an die Anwälte und Anwältinnen, dann diese ganze englischsprachige Rechtsprechung zu rezipieren und an das Gericht heranzutragen. Vielen Dank. Wir sind jetzt sozusagen planmäßig in der Fragenphase. Die Anwältin des Chats hat, wenn ich das richtig sehe, gerade bisher eine Frage. Ich freue mich, wenn Sie noch weitere Fragen in den Chat dazu schreiben. Wollen wir die erste Frage schon nehmen, Johanna, oder sollen wir noch ein paar Minuten den anderen die Möglichkeit zu geben, aufeinander zu reagieren? Ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, diese Frage schon mal zu stellen und vielleicht animiert es ja dann noch zu weiteren. Gut. Ich habe selbst eine kurze Anmerkung und zwar zu der Rezeption von EGMR-Entscheidungen, die du ja angesprochen hast, Nora. Möchte ich darauf hinweisen, dass der Informationsverbund die EGMR-Entscheidungen, die relevant sind für den Bereich Aufenthalts- und Asylrecht, online stellt und auch im Asylmagazin veröffentlicht. Und wir bemühen uns, das möglichst zeitnah zu machen und dann auch auf Deutsch und mit Textauszügen, sodass man nicht die ganzen über 100 Seiten durchsehen muss. Und wir haben auf der Website asyl.net auch einen eigenen Bereich zum EGMR. Das vielleicht einfach nur so als kurzer Hinweis. Einer Werbeblock. Genau. Und dann zur ersten Frage. Ich muss sagen, ich habe die nicht ganz verstanden von Gisela von Maltitz, ob das Ausschöpfen der nationalen Rechtsprechung bedeutet, dass auch der VGH bemüht werden müsste, dort aber Anwaltszwang bestehe und die Betroffenen das nur schwer finanzieren können, wenn ich das so richtig verstanden habe, die Frage. Ja, das ist vielleicht nochmal eine Frage für Herrn Hoppe einfach direkt. Also ich kann jetzt auch nur erahnen, wohin die Frage zielt, aber natürlich ist das Ausschöpfen des Rechtswegs auf dem Weg zum EGMR, heißt das, alle Instanzen und die Verfassungsbeschwerde. Vorher wird der EGMR nicht glücklich mit der, beziehungsweise der EGMR mag meinetwegen glücklich werden, aber es wird eine relativ knappe Einrichter-Unzulässigkeitsentscheidung. Also ich muss durch alle Instanzen und da ist es auch ganz normal, dass ich ab der zweiten Instanz einen Anwaltszwang habe. Es gibt ja auch Prozesskostenhilfe bei die das eben abdeckt, dass jemand das nicht finanzieren kann und die ist zu gewähren aus unionsrechtlicher Sicht genauso wie aus nationalrechtlicher Sicht dann, wenn ich eine hinreichende Erfolgsaussicht habe und ich eben kein Geld habe. Und deswegen gehört das dazu. Dann würde ich vielleicht gerne nochmal mit zwei Fragen übernehmen und dann auch nochmal den ReferentInnen dabei die Gelegenheit geben, vielleicht auch noch aufeinander einzugehen. Das eine, wir haben jetzt ein bisschen schon über die Rolle von Fakten gesprochen. Also Carsten hat schon mal angesprochen, dass die Empirie hat inzwischen nur noch wenig Gewicht vor dem EGMR. Also das ist er, da ist er inzwischen nicht mehr so geneigt, das wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Die Kommission eigentlich auch nicht. Und es geschieht eben auch vieles tatsächlich so im Dunkel der Grenzregionen. Brauchen wir da vielleicht institutionalisiertes Border Monitoring zum Beispiel? Und meine zweite Frage
Vielleicht nochmal zur Rolle des EuGH als, als Bollwerk der Menschenrechte oder der Grundrechte in dem Fall. Der EuGH hat sich ja in den Jahren 2015, 16 fortfolgende etwas unfein so zurückgezogen und rausgehalten und gesagt, hier, also diese Visa-Fälle fällt alles nicht in den Anwendungsbereich des Europarechts. EU-Türkei-Deal, da geht es gar nicht um die EU. Ach nee, das fällt auch nicht in den Anwendungsbereich und wir haben hier eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und jetzt merken wir vielleicht, hat er doch sozusagen, füllt er die Lücke, die der EGMR lässt. Also vielleicht ist da doch ein bisschen mehr Hoffnung auf der Ebene des Unionsrechts, gerade im Bereich Haft, hat ja Tinnecke auch angesprochen, wo die EMRK-Rechtsprechung eben auch bekanntermaßen ja relativ schwach ist. Diese beiden Fragen würde ich gerne nochmal einfach an die ReferentInnen geben. Vielleicht Carsten, hast du hierzu oder auch zu den Beiträgen der KollegInnen noch was zu sagen? Ja, also zum einen glaube ich, was die Rolle von Eingaben, Amicus-Briefe, Third-Party-Interventions-Berichten und so betrifft, muss man, glaube ich, vielleicht fairerweise auch noch mal ein bisschen differenzieren. Bei den Verfahren, die jetzt klassische Pushbacks betreffen, wie MA gegen Litauen oder wie auch ND und NT, haben wir die Besonderheit, dass es keinen nationalen Rechtsweg vorher gab. Das heißt, da ist sozusagen Herr Hoppe noch nicht mit der Sache befasst gewesen oder ein anderes Verwaltungsgericht oder ein Strafgericht, sondern da ist der EGMR tatsächlich Tatsacheninstanz. Und ich glaube schon, dass das besondere Schwierigkeiten für den Gerichtshof mitbringt, Sachverhalte festzustellen, weil da sind auch sozusagen, da ist das Beweisverfahren ist relativ wenig reglementiert, sagen wir mal so. Und sozusagen, da ist, kommt es sozusagen tatsächlich dann auf Expertise, zum Beispiel die vom UNHCR, maßgeblich an, die an den Grenzen präsent sind und die schildern können aus eigener Erfahrung, irgendwie aus ihrer täglichen Arbeit, wie die Situation an den Grenzen aussieht, beispielsweise in Kroatien oder eben auch irgendwie an der spanisch-marokkanischen Grenze. Und wenn dann der Gerichtshof irgendwie da so mehr oder weniger drüber hinweggeht oder auch darüber hinweggeht, was Dunja Mijatovic oder ihr Vorgänger irgendwie bei Besuchen in den Grenzregionen an Erkenntnissen mitbringen, dann irgendwie ist das, glaube ich, schon eine problematische Entwicklung. So. Und das ist sozusagen das eine. Deswegen hilft uns da, glaube ich, an der Stelle jetzt auch nicht weiteres Border Monitoring, sondern da geht es darum, wie der Gerichtshof irgendwie tatsächlich mit Sachverhalten umgeht. Die andere Frage ist dann Wertungswidersprüche innerhalb der Entscheidung. Wir haben auch irgendwie sozusagen in dem Beitrag vorher schon etwa über die Widersprüche über diese Entscheidung Elias und Ahmed gegen Ungarn gesprochen. Da tun sich schon irgendwie so Schwierigkeiten auf, wenn die Entscheidungen in sich nicht mehr konsistent sind. Das hat ein wenig was mit Tatsachenaufnahme zu tun oder Beweisaufnahme im Verfahren, sondern wo die Urteile in sich widersprüchlich werden. Das ist, glaube ich, schon ein Problem, was letztlich die Autorität des Gerichtshofs dann doch sehr in Frage stellt. Also wenn irgendwie so beispielsweise in dieser Entscheidung, weil das so pointiert ist, stellt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fest, dass eine Verletzung von Artikel 3 vorliegt, weil nicht geprüft worden ist, ob irgendwie Serbien ein sicherer Drittstaat ist und das Normprogramm dafür nicht erfüllt wurde. Und deswegen kann man das auch offen lassen, ob tatsächlich eine Artikel 3-Verletzung materiell vorliegt, aber der prozessuale Gehalt von Artikel 3 wurde verletzt. Das ist sozusagen eine irgendwie auch wichtige Feststellung gewesen. Und irgendwie 50, 60 Randnummern später wird dann irgendwie bei der Frage, ob auch Haft vorliegt im Rahmen von Artikel 5, en passant bemüht, dass irgendwie die Betroffenen, die Beschwerdeführer, hätten freiwillig zurückkehren können. Und das sei auch deswegen kein Problem, weil ihnen irgendwie in Serbien ja kein Risiko einer Artikel 3-Verletzung droht. Das sind schon irgendwie so
mannigfaltige Fehler. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, irgendwie so, auf die kann man nur hinweisen und auf konsistentere Entscheidungen hoffen. Tennecke, wie siehst du das? Ja, auf Ihre Frage über die Fakten. Ich muss sagen, ja, wir brauchen die Fakten, aber es wird immer schwieriger, um die Fakten zu bekommen, weil man sieht die Beschränkungen für den Zugang nach die Grenze zum Beispiel, wo die Verletzungen stattfinden, bei nicht nur die Menschenrechtsinstitutionen, aber auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, UNHCR, eigentlich alle Akteure wieder verhindert, um dort zu sein, um dort zu sehen, was passiert und die Fakten zu rapportieren. Und ich denke, das müssen wir wirklich bekämpfen auf der EU-Ebene. Auch die Kriminalisierung der zivilgesellschaftlichen Organisation, das hängt alles miteinander zusammen natürlich. Mitgliedstaaten möchten nicht kritisiert werden und dann halten sie jeder, der möglicherweise kritisiert, zurück. Und ich denke dafür, dass die EU-Kommission die Beschwerdemechanismus, Überwachungsmechanismus richtig mehr unabhängig und transparent machen muss. Und dann, sodass wir eine Möglichkeit haben, die Fakten wirklich wieder auf den Tisch zu bekommen, nicht nur bei der politischen Entscheidung, aber auch beim Verfahren natürlich. Und ich denke, das wird auch sehr wichtig sein, über Zusammenarbeit mit Drittstaaten, weil dann ist es noch immer noch schwieriger zu sehen, was ist der Impact, was ist das Effekt von Deals auf Flüchtlingen zum Beispiel, die nicht weiterreisen können und dann in Libyen oder die Türkei oder in welches Land dann auch Schutz finden müssen und das nicht können. Und das ist juridisch eine sehr schwierige Frage natürlich, weil es auch mit Zuständigkeit zu tun hatte. Aber wenn man zumindest die Impact untersuchen kann und die Fakten hat, das würde vielleicht auch den juridischen Dialog verstärken. Und aber vielleicht nochmal weil du die Drittstaatenkooperation noch ansprichst, da ist noch ein Aspekt, den wir nicht berührt haben im Moment, nämlich die Bindung der EU-Agenturen an die Grundrechte. Und das ist ja wirklich noch schwieriger durchzusetzen, als sich gegen die Mitgliedstaaten zu richten. Brauchen wir da nicht eigentlich neue Beschwerdemechanismen, wenn die Kommission da nicht mehr ausreichend tätig wird? Ja, ich denke, wir müssen die heutige Beschwerdemechanismus und Überwachungsmechanismus von Frontex zum Beispiel wirklich richtig evaluieren. Es hat eine Verbesserung gegeben, aber ist es effektiv oder hat die Executive Director noch immer zu viel Einfluss auf, was nach draußen kommt und wie es untersucht werde? Ich denke wirklich, dass es, weil Frontex ist, wächst sehr, sehr hart und schnell, hat auch die Status Agreements mit Drittstaaten, also hat wirklich Kompetenz in Drittstaaten und das ist noch nicht effektiv kompensiert mit solcher Überwachung und Möglichkeit auch für wie sagt man das, Schlachtopfer, für Leute, um wirklich einen Zugang zu haben für Legal Redress. Und dann noch eine Bemerkung, wenn ich darf. Das ist sehr anerkennbar, aber sehr viele Leute haben nicht so viel Vertrauen mehr in die Politik, ne, und die politischen Entscheidungsverfahren. Und das verstehe ich sehr gut. Aber dann sieht man, dass viele Organisationen sich mehr richten auf Verfahren. Dann muss ja die Richter es gut machen und weniger vielleicht auf den politischen Entscheidungsprozess. Ich möchte sagen, mache beide bitte, weil ich denke, die Richter sind auch ein bisschen begrenzt in dem Mandat. Sie können sich nicht zu weit entfernen von dem politischen Konsensus oder Unterstützung. Und deshalb muss auch das politische Entscheidungsprozess mehr beeinflusst und gefördert werden. Wenn man sagt, dass bei EuGH, das erwähnt,
X&X und auch die Türkei-Deal sehr zurückhaltend, weil es speziell auf diese Bereiche, wo die Mitgliedstaaten eigentlich nichts wollen. Also dann muss ja die Politiker auch so mehr Courage haben, um dort bessere Entscheidungen zu machen mit, wie sagt man das, und damit die Jurisprudenz auch ernst zu nehmen, natürlich. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei Fragen auf den letzten Metern im Chat bekommen. Johanna, ich denke mal, das sind Fragen für Carsten vor allen Dingen. Kannst du die kurz zusammenfassen? Are you there? Johanna? Ah, du bist mute. Ja, sorry. Danke. Und zu einmal von Marie Walter Franke. Berichten zufolge werden Geflüchtete auf schwimmenden Rettungsinseln ohne Treibmöglichkeiten von der griechischen Küchenwache abgesetzt. Wie ist diese neue Praxis einzuordnen? Wird es eine formelle Überprüfung solcher Praxis geben? Ist es vergleichbar mit Pushbacks an der Landgrenze? Und dann die zweite Frage von Ann-Christine Bölter. Und zwar, welche Bedeutung sehen Sie angesichts der Rückschritte des EGMR beim Menschenrechtsschutz für die Entscheidungen anderer Menschenrechtsorgane, wie zum Beispiel des Menschenrechtsausschusses oder des Ausschusses für Kinderrechte? Carsten. Ja, fange ich mal mit der zweiten Frage an. Grundsätzlich ist es im Völkerrecht jetzt nicht ungewöhnlich, dass es zu sogenannten Regimekollisionen gibt, dass irgendwie unterschiedliche Menschenrechtsgremien sich irgendwie mit Fragen beschäftigen und da auch zu abweichenden Entscheidungen kommen. Das ist sozusagen in der Sache angelegt, dass irgendwie die Entscheidung des EGMR wird sicherlich von den Richterinnen und Richtern oder den Entscheiderinnen irgendwie in den UN-Gremien zur Kenntnis genommen werden. Letztlich hat es aber natürlich keine Bindungswirkung, aber es ist insofern Teil des völkerrechtlichen Kanons. Dass unmittelbar Entscheidung Ausfluss auf die Entscheidung jetzt unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung des Kinderrechtsausschusses etwa haben, negativer Hinsicht, sehe ich erstmal nicht. Der Kinderrechtsausschuss ist ein vergleichsweise neues Gremium, das gerade was die Rechte von Kindern, unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten an den Außengrenzen betrifft, sehr progressive Entscheidungen in den letzten irgendwie 2 Jahren getroffen hat, unter anderem auch zur Grenze in Melilla, zur spanisch-marokkanischen Grenze, und entschieden hat, anders als der EGMR, dass irgendwie die sogenannten Pushbacks dort, das heißt das Ergreifen der Leute ohne jedes Verfahren und die unmittelbare Deportation, Abschiebung zurück nach Marokko, dass ein solches Prozedere mit der Kinderrechtskonvention und den entsprechenden einzelnen Artikeln, insbesondere dem Kindeswohl Artikel 3, aber auch den Sondervorschriften irgendwie für minderjährige unbegleitete Geflüchtete oder dem Non-Refoulement-Verbot, was auch irgendwie in der Kinderrechtskonvention enthalten ist. Diese Praxis ist nicht irgendwie in Einklang zu bringen mit der Kinderrechtskonvention. Und das Komitee hat von Spanien verlangt, seine Praxis so zu ändern, dass solche Pushbacks von Kindern und Jugendlichen nicht mehr vorkommen. Und ich denke, daran ist auch erstmal nicht zu rütteln. Das ist sicherlich eine wichtige Entscheidung, nicht nur für Europa, sondern auch für den weiteren Kontext weltweit für Kinderrechte an der Grenze. Denken Sie an die mexikanisch-US-Grenze etwa. Also das ist ja ein weltweites Phänomen, und das ist irgendwie, weil ich sehe nicht, dass irgendwie diese Rückschritte, die wir im Moment in Straßburg haben, sich da negativ auswirken. Zu der Frage der neuen Praxis, die Geflüchtete auf Rettungsinseln zu verbringen und sie dann in Richtung irgendwie türkische Grenze zu ziehen, gab es in der letzten Woche gerade die Berichte, insbesondere im Spiegel und auch von Forensic Architecture. Eine rechtliche Bewertung dazu irgendwie steht noch aus. Es gibt irgendwie, das ist vielleicht in der Frage auch so ein bisschen angelegt, insoweit irgendwie eine Differenz, als dass die Entscheidungen, über die wir uns heute hier beklagt haben, ND und NT gegen Spanien zuvorderst,
explizit sich auf Landgrenzen und Landgrenzenkonstellationen betreffen und es deswegen irgendwie gute Gründe schon mal gibt, weil der EGMR das auch in der Entscheidung mehrfach betont hat, dass auf Seegrenzen die Sache anders zu bewerten ist. Daniel Thüm hat in seiner Kommentierung zu der Entscheidung das so ein bisschen offen gelassen, ob an der Stelle nicht auch noch sozusagen ein weiterer negativer Schritt zu erwarten ist, sozusagen die Ausweitung von ND und NT auch auf Seegrenzen. Aber das sehen wir im Moment nicht. Das heißt, das ist sozusagen die erste Ausnahme. Und zum Zweiten müssen wir bei der Konstellation griechisch-türkische Grenze sowohl auf der Seegrenze als auch beim Evros im Hinterkopf behalten, dass die beide Länder, insbesondere hier irgendwie Griechenland, das Verbot der Kollektivausweisung nicht irgendwie unterzeichnet hat, das vierte Zusatzprotokoll insgesamt nicht nicht unterzeichnet hat und dementsprechend auch das Verbot von Kollektivausweisung für Griechenland nicht gilt. Das heißt, wir sind eh in einem etwas anderen normativen Rahmen und die Frage, die sich hier stellt, ist letztlich sicherlich die Verletzung von Artikel 3 EMRK durch irgendwie solche Praxen und irgendwie das sicherlich in mehrfacher Hinsicht, denn dass die Personen irgendwie auch noch in Lebensgefahr gebracht werden, zusätzlich durch diese Art des Pushbacks, und die scheint mir relativ naheliegend zu sein. Ja, vielen Dank. Damit sind wir mit unserer Zeit durch. Ich hatte erst gedacht, wir machen noch eine kleine Schlussrunde, aber dann dachte ich, die Fragen sind doch schön, dann nehmen wir uns lieber Zeit dafür. Ich danke meinen Referenten und Referentinnen für ihre spontanen Reaktionen und ihre klugen Gedanken. Das war für mich sehr anregend. Ich habe auch viel gelernt und ich habe den Eindruck, wir haben viele Aspekte zumindest anreißen können.